Europa ist der einzige Kontinent, in dem die Gemeinde Jesu schrumpft. Es scheint, der Leib Christi ist mitten in seinem Kern getroffen. Europa braucht dringend Menschen, die rausgehen und von Jesus erzählen. Während die Gemeinde weltweit wächst wie nie zuvor, schließen überall in Europa Kirchen ihre Pforten. In England belegen Statistiken seit 50 Jahren einen Rückgang. Er hat jetzt ein Ausmaß erreicht, dass manche Denominationen in 20 bis 30 Jahren aussterben könnten. Sie werden keine Kirchen mehr haben. Während das Christentum sich in Westeuropa auf dem Rückzug befindet, werden die geistlichen, moralischen und sozialen Konsequenzen überall in der Gesellschaft sichtbar. In der Region, die einst Missionare in alle Welt sandte, wird es immer dunkler. Sie braucht selbst Missionare. Viele reden heute von einem Europa des Postchristentums. Wo das Evangelium einst die Mitte unserer Kultur und Gesellschaft war, steht es jetzt am Rand. Während die Kirche ums Überleben kämpft, stehen die wenigen treuen Christen vor einer weiteren großen Herausforderung: der massiven Einwanderung von Ausländern, die hier leben und arbeiten wollen. Ich glaube, die Herausforderung der Gemeinden besteht darin, dass die Enden der Erde vor unserer Haustür liegen. Jede Weltanschauung ist hier vertreten, jede Kultur, jede Religion. Und so muss es doch möglich sein, dass das Reich der Himmel da überall hineinwirkt. In Europa ersetzt der muslimische Gebetsruf immer mehr die Kirchenglocken. Wer wird diese in sich geschlossenen Gemeinschaften mit dem Evangelium erreichen? Die Anschläge von New York, Madrid, London? Es steht zu viel auf dem Spiel. Und doch gibt es Versuche, Muslime zu erreichen. Ich glaube, der Verlauf der Geschichte hängt ab vom Gehorsam der Christen. Wir müssen uns der Situation stellen und dürfen uns nicht aus den Städten mit einer hohen Anzahl von Muslimen zurückziehen. Im Gegenteil, wir müssen auf sie zugehen und Brücken bauen. Ein großes Hoffnungszeichen für Europa sind die Menschen aus den Völkern, die durch Missionare zum Glauben gekommen sind und jetzt in die Länder ihrer geistlichen Väter kommen. Wir fühlen uns der Kirche in Europa zu tiefem Dank verpflichtet und wir möchten denen zurückgeben, die uns diesen Schatz gebracht haben. Die Brasilianer Lauro und Rosanne Castelli verließen nach 10 Jahren ihre erfolgreiche Arbeit in Indien, um nach Belgien zu kommen, wo geistlich noch mehr Not ist als in Indien. Wir kamen nach Europa, wo die Menschen alles haben, sozial abgesichert sind, gute Ausbildung genießen, aber geistlich habe ich noch nie in meinem Leben solches Elend gesehen. Ich glaube, wir Brasilianer haben eine offene Tür. Ich weiß zwar nicht warum, aber die Leute in Europa mögen Brasilianer. Und natürlich nutzen wir dies und geben die Liebe Gottes weiter. Wir sind hierher gekommen, um uns zu bedanken, dass ihr einmal zu uns gekommen seid. Und nun sehen wir die Not in Europa. Ein anderes Hoffnungszeichen ist die Hingabe der gläubigen Jugendlichen in Europa. Es braucht junge Leute, die leben, was sie glauben. So kann der christliche Glaube in Europa wieder Fuß fassen. Die internationale Gebetsbewegung 24/7 inspiriert Menschen weltweit zum leidenschaftlichen Beten. Das 24/7-Gebet ist für alle Altersgruppen, aber es schlägt besonders bei jungen Christen ein. Wir waren mit Gott unterwegs und der Herr hat uns erklärt, dass wir aus Gebet Mission machen sollen. Wir sind von einer Gebet- zu einer Missionsbewegung geworden und einer Bewegung für Gerechtigkeit. Aber das Zentrum, der Herzschlag, die Lebensader, das muss das Gebet bleiben. Ein Aufruf zu Mission und Gebet für Europa geht durch die Gemeinden rund um die ganze Welt. Ich möchte, dass Menschen für Europa beten, denn Gott ist dabei, hier Wunderbares zu tun. Gebt uns nicht auf, weil wir das Evangelium verloren haben. Vertraut darauf, dass die Ernte größer sein wird als je zuvor. Es ist Zeit, Europa zurückzugeben, was es der Welt und der großen Opfern gegeben hat. Es ist Zeit, alles für Europa zu geben. Zeit, Geld, Leben und vieles mehr. Und Gott zu vertrauen, dass er Erweckung schenkt.